Hi, hi, ihr Lieben, ich bin Mama Yu und ich habe heute frei, denn es ist Qingmingfest und es bedeutet in China drei Feiertage. Genau. Und zu diesem Fest gibt es zwei Hauptgebräuche, nämlich Verstorbenen zu gedenken und Ausflüge machen. Ja, heute sind wir in den Vorort von Beijing gegangen, um einen Ausflug mit meiner ganzen Familie zu machen und auch die Natur zu genießen. Jetzt gehen wir. Das Qingmingfest hat eine lange Geschichte und die Bräuche haben sich mit der Zeit verändert. Sie haben sich inzwischen mit dem Fest der kalten Speisen, Han Shi Jie, und dem Pfirsichfest oder Tochterfest verbunden. Shang Si Jie. Heute haben wir viele Aktivitäten für unseren Ausflug vorbereitet. Los geht's! Fertig! Unser Zelt ist aufgebaut. Okay. Oh, und unser Zelt ist nicht so groß, aber ich denke, es ist genau richtig für drei bis vier Personen. Und ja, und gerade war es ein bisschen anstrengend, das aufzubauen, aber für die Kinder hier ist es sehr, sehr interessant, oder? Ja, mit frische Luft hier und gemütliche Umgebung ist dieser Ausflügeort eine sehr, sehr gute Wahl. Sie sind Qingtuan und es ist ein sehr typisches Essen vom Gebiet südlich Unterlaufs des Yangtze-Flusses. Und können wir das mal schauen? Diese Qingtuan sind mit Saft von einem grünen Gemüse gemacht, geformt und sind mit einer typischen Bohnenpaste gefüllt. Die Füllungen sind normalerweise süß, ja, und die Haut ist sehr klebrig. Jetzt können wir mal das probieren. Okay, jetzt letztes Essen, also es ist ein typischer, auch ein typischer Kuchen aus Salz und Mehl. Schauen Sie mal, sie werden dann zuerst als Nudel in Öl frittiert. Probier mal. Ja, so wie eine frittierte Pasta, oder? 怎么样？脆吗？ Knackig und auch sehr, sehr lecker. Okay, ja, nochmal. Diese sind sehr lecker, aber enthalten so viele Kalorien. Vielleicht sollte man das nicht zu viel essen. Ja? Zum Qingmingfest gibt es so viele kulturelle Geschichten und leckere Speisen. Und diese Zeit ist auch sehr, wirklich ein
geeignet für Ausflug mit ganzen Familie zusammen im Frühling. Und ja, was möchten Sie dann noch mehr darüber wissen? Hinterlassen Sie mir ganz einfach eine Nachricht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.